Masken und Zungen bereit. Die Worte sind genug gewechselt. Get ready, let's fight! Kampf Nummer 8 plus 93 Kilogramm, Shoto B-Klasse, 2x5 Minuten. Ibo Topjurik himself vom Ibos Fight Club gegen Vadim Feger, V1 Sportclub. Sehr interessante Kampfpaarung. Ibo Topjurik, ein starker Kämpfer, starker Trainer. Hat schon sehr viele Kämpfe hinter sich. Allerdings. Man munkelt 100, um die 100. Wie wahr das Gerücht ist, das wird sich heute zeigen. Starke Kombination von Vadim Feger hier. In den ersten paar Sekunden des Kampfes. Auch hier sehen wir wieder die Situation an der Käfigwand. Ibo macht es gut mit dem Underhook. Double Underhooks. Kontrolliert Vadim halbwegs. Drückt seinen Kopf nach unten. Ah, das ist die Chance für Ibo. Könnte auf den Rücken gehen. Aber Vadim holt sich den Takedown. Schön gemacht von Vadim Feger. Landet in der Halfguard. Direkt Ground and Pound. Von Vadim. Ja, Vadim antwortet erstmal mit ein paar Körpertreffern, um den Gegner zu zermürben, damit eine neue Position entsteht. Genau diese Situation ist im MMA sehr besonders. Das Grappling an der Käfigwand kann zu genau solchen Momenten führen. Schöner Sweep von Ibo, konnte ihn leider nicht halten und Vadim dreht ihn wieder auf den Rücken und rein in den Käfig. Das ist nämlich immer das Interessante. Sehr schönes Ground and Pound von Vadim Feger hier an der Stelle. Sehr starker Druck mit der Hüfte. Schläge auf den Hinterkopf. Ja, keine Schläge zum Hinterkopf. Da hat Martin Fattleich eingegriffen. Ja, Vadim macht das hier sehr gut. Hält den Druck aufrecht auf Ibo nach unten und in den Käfig rein. Das ist nämlich immer das Ziel. Den Gegner, solange er die Bot Position hat, am besten mit dem Kopf in den Käfig reinzudrücken. Keine Fersenkicks zu den Nieren, das heißt zum Rücken. Oh, Kimura-Attempt von Vadim Feger hier aus der Backmount. Auch interessant. Sieht man nicht so häufig. Sieht man nicht alle Tage. Und Tap. Vadim Feger mit der Submission. Kimura aus der Backmount. Sehr exotisch. Sehr schön durchgeführt. Starker Kampf. Wir haben einen Sieger. Der Sieger kommt aus der roten Ecke. Er heißt Vadim Feger, hat gewonnen durch Submission mit einem Kimura. Beide Kämpfer, die Sie hier sehen, sind mehrfache Weltmeister im Kickboxen. Und manchmal gewinnt er doch der Hebel am Boden. Na, der Kämpfer will schon flüchten vor unserem Interview. So, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Ja, super. Zufrieden. Vor 10 Minuten habe ich mit ganz alten Freunden und meinem Coach heute gesprochen, dass wir genau vor 8 Jahren hier die erste Veranstaltung gemacht haben. Ich freue mich riesig, wieder da zu sein. Ich habe eine ganz große Pause gehabt. Wegen der guten Gegner, der Ibo, voller Respekt. Habe ich vor 6 Jahren
einen Kampf verloren. Freue ich mich riesig und natürlich danke an die Leute, die noch an meiner Seite stehen. Meine Familie, meine Freunde, mein Club und natürlich die Veranstalter. Alle. Ich bin wieder da. Dankeschön. Sehr schön. Ja, das war auch nicht nur körperlich schwer, es gab auch andere Sachen. Wir sind aber Kämpfer, wenn du richtige Leute an der Seite hast, können wir jederzeit schaffen. Sehr schön, danke schön und herzlichen Glückwunsch. Ja, meine Damen und Herren, starkes Post-Fight.